Leute, was geht? Heute mal ein Video ohne Skript, wie mein anderes Casino-Video. Diesmal geht es wieder um ihn, wie immer. Es ist halt wieder was widerfahren. Diesmal wurde sogar einer von meinen Zuschauern gescammt. Vor 24 Minuten kam gerade ein Kommentar. Er hat geschrieben, er hat einen neuen Account auf Insta, Gmodding und Flashmodding. Steht locker dahinter. Hast du Insta? Habe ich halt geschrieben. Danke für die Info. Habe ich halt angepinnt, den Kommentar. Er hat geschrieben, jo, Digga, hau raus. Mein Re Rechtsanwalt habe ich angerufen, weil ich die kleinen Kids beschützen wollte und gucken wollte, ob die scammen die Hunde. Und ja, tun sie, wenn du Beweise brauchst. So, er hat mir Beweise geschickt. Über Screenshot. Hier könnt ihr euch einmal eingeben mit da oben Gmodding. Da hat er geschrieben, ja, gerne. Und da hat mein Zuschauer geschrieben, ich würde jetzt den Code senden für den Xbox Unlock Euro. Okay, ja, er hat den Code geschickt, könnt ihr nicht einlösen, hat er bestimmt schon eingelöst. Testing-Code, er hat funktioniert und dann kam halt keine Antwort mehr. Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, die könnt ihr jetzt nicht hören, aber ich versuche es mal. Ja, hier ist der Beweis, Digga, dass er scammt, der Huren. Und Flashmodding auch. Locker, wette ich mit dir. Der hat genau das gleiche Video drin gehabt wie Gmodding. Bloß er hat's runtergenommen. Ja. Okay, ich habe geschrieben, okay, das ist ein hundertprozentiger Beweis. Darf ich es für ein Video verwenden? Er hat geschrieben, ja klar, hau raus, Digi. Okay, nice. Ich setze mich heute oder morgen dran. Kannst du die Seite mit @mir schicken? Ich habe das Video heute gemacht, hat er mir halt diese Seite geschickt. Er hat das Video runtergenommen. Anzeige, hast du das Video zufällig? Hat er mir noch eine Sprachnachricht geschickt? Na, Flashmodding, der hat mich schon blockiert, weil ich den übelst belappt habe. Und wie gesagt, Rechtsanwalt ist eingeschalten. Mir egal, ob ich mich selber ans Bein pisse, weil Unlock ist halt nicht legal, wisst ihr. Aber mir egal, das sind 25 Euro, Digga, wisst ihr. Den schenke ich dir doch nicht. Mir egal, wie viel die Anklage kostet. Den fick ich den Huren. Ja, also da muss ich was gegenstimmen. Soweit ich weiß, sind Unlock-Alls nicht illegal, weil Cheaten in Spielen, das wird ja meistens mit Mod-Menü gemacht, vom PS3 halt geshared, was jetzt nicht mehr geht. Und halt das, was sie aufnehmen, immer ist halt PC. Das modden die immer hoch, habe ich auch schon gemacht. Man kann ganz einfach Level 7999 machen, habe ich auch schon gemacht. Auf PC, ich spiele selbst mit meinem PC. Und das Geld kann man auch leicht modden. Wenn man, ich glaube, das heißt Stealth Money Drop hat. Und da habe ich die schon gezeigt. Und das Video, das kannst du sehen, wenn du bei Caserino das dritte Video guckst. Da zeigt er das Video, was hier Gmodding in sein Insta-Ding hatte, weißt du? Also Caserino, der fickt sich selber jetzt. Ja, hat er mir halt noch mehr geschrieben? Digga, na klar kann ich das Also Video. ja, ich habe ihn gefragt, ob das Video runterladen kann. Habe ich es halt runtergeladen? Habe ich ihm ein Foto geschickt und so? Hat er mir das noch geschickt? Vorhaben. Achso, nee, das habe ich geschickt. Jo, weißt du, und dem folgen ja so viele diesen G-Modding. Da haben wir gedacht, naja, ich hole jetzt Amazon-Karte und gucke, ob der scammt. Und ja, hat sich halt bestätigt, ja, scammt der Wichser. Ja. Und ich kann euch das Video mal zeigen, wo es passiert. Sollte ich für euch einen brandneuen GTA. Hier ist dieses Video, Gmodding 2020. Der Level 999. Ich glaube, das waren 9 Milliarden GTA-Dollar. Ist halt genau der gleiche Fernseher wie in seinen ganzen Videos, die er faked mit seinen Unlock-Alls. Ist auch die gleiche Hand. Und er hat die Kamera bewegt. Und mit dem linken Stick bewegt man den Spieler. Oder ich habe es halt falsch gesehen. Nee, er hat sich bewegt. Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall fake, ist auf
meist wahrscheinlich auf PC aufgenommen. Ich finde es halt richtig ehrenlos, kaufte nicht. Hier nochmal der Beweis-Screenshot, könnt ihr euch nochmal angucken. Ist halt echt ehrenlos von ihnen, dass er scammt. Er antwortet nicht. Es ist trotzdem nicht Ehre, wenn er halt scammt, aber es wäre wenigstens besser, wenn er geschrieben hat, haha, gescammt oder so ein Scheiß. Also es wäre trotzdem nicht cool, aber es wäre halt besser. Aber er wurde auf jeden Fall gescammt. Ich hoffe, euch passiert nicht das Gleiche. Vertraut diesem Casarino nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert ihn auch gerne, weil er ist nett. Und er hat jetzt auch Rechtsanwalt angeschaltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao.